Hallo zusammen. Ja, ich hätte auch weitersprechen können. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Willi Flip and Friends. Und wie angekündigt, geht es diesmal um das Thema, wie schütze ich meinen Oldtimer vor Diebstahl. Das ist ein Thema, das mir ganz besonders im Herzen liegt. Und was ich gemacht habe und was ihr machen könnt, das zeige ich euch in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß. Ja, einige Dinge, die ich euch heute zeigen möchte, sind ein bisschen käferspezifisch. Andere Dinge gelten für alle Oldtimer. Und warum und weshalb ich auf dieses Thema komme, ist ganz einfach. Vor ungefähr 9 Jahren hat man mir meinen damaligen VW Käfer aus der Tiefgarage zu Hause gestohlen. Es war ein sehr bitteres Erlebnis. Ich habe den Wagen 16 Jahre besessen und habe da auch sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Bei meinen jetzigen Autos gehe ich da immer so ein bisschen auf Nummer sicher, übertreibe es teilweise ein bisschen. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich sage mir immer, wenn mein Auto auf dem Käfertreffen ein bisschen blöd aussieht, weil so viele Schlösser dran sind, okay. Dafür ist es aber wahrscheinlich auch das Letzte, was auf dem Käfertreffen gestohlen wird. Und trotz dass auf großen Oldtimer-Veranstaltungen mit Ein- und Auslasskontrolle, Fahrzeugscheinaufkleber auf dem Auto, ihr kennt das wahrscheinlich von den ganz großen Veranstaltungen, selbst da verschwinden die Fahrzeuge. Und da möchte ich euch einfach so ein paar Tipps an die Hand geben, was man ganz einfach machen kann, was auch nicht allzu teuer ist. In dieser Folge möchte ich euch auch einen kleinen Basteltipp zeigen, wie ihr ganz einfach mit ein bisschen Kabel, einem Schalter, eine kleine zusätzliche Sicherung einbauen könnt, die vielleicht schon dafür sorgt, dass der ein oder andere Dieb ein bisschen verzweifelt und einfach aufgibt, weil das Auto nicht anspringt. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinen kleinen Tipps und Ideen und vielleicht hat ja der ein oder andere von euch auch noch eine gute Idee. Einfach unten in die Kommentare reinschreiben und jetzt geht's los. Viel Spaß! So, meine bevorzugte Wegfahrsperre ist diese Lenkradkralle. Die ist vom Flohmarkt. Ich glaube, die hat 3 € gekostet. Keine Ahnung. Die habe ich eigentlich immer dabei und die finde ich absolut super. Im Normalfall ist sie offen. Das heißt, ich nehme sie, stecke sie rein und es ist zu. Ich denke einfach, wenn ein Autodieb von außen schon diese Kralle auf dem Lenkrad sieht, könnte vielleicht dabei helfen, das Ganze ein bisschen abzuschrecken. Es ist ja nicht die einzige Sperre, die ich verwende. Der Rest seht ihr gleich. Zum Öffnen des Ganzen gibt es einen kleinen Schlüssel, einen Handgriff, entriegeln und das Ganze liegt wieder im Fußraum. Das finde ich, sollte eigentlich jedem seinen Oldtimer wert sein, so eine Sperre da zu benutzen. Wie gesagt, die gibt es in ganz vielen Ausführungen. Ihr müsst nur darauf achten, es gibt einige, die bauen nach vorne, die macht man praktisch auf das obere Stück vom Lenkrad und die gehen dann nach vorne auf das Armaturenbrett. Das geht natürlich hier bei den alten Autos nicht so doll. Deswegen einfach mal schauen, was es für Systeme gibt. Vielleicht habt ihr auch einen Oldtimer, wo es wiederum passt. Ich werde euch unten einfach mal so 2-3 von solchen Lenkradkrallen, die ich im Internet gefunden habe, exemplarisch als Muster verlinken. Und dann könnt ihr selber mal reinschauen. Preise gibt es ja, glaube ich, von 20-30 € bis nach oben, keine Ahnung. In jedem Fall, was auch immer es ist, und wenn es 100 € sind, scheißegal, ist immer noch besser als ein gestohlenes Auto. Kommen wir jetzt zu meinem zweitliebsten Spielzeug, der Radkralle. Einige von euch kennen das bestimmt, wenn sie ihre Steuer nicht bezahlt haben oder das Parkticket nicht bezahlt haben. Ich habe sie dabei, damit mein Auto nicht gestohlen wird. Ich finde dieses System eigentlich ganz gut. Man kann das Rad eigentlich nicht abbauen. Ein bisschen unhandlicher, weil halt sperriger für den Urlaub oder so. Das braucht schon ein bisschen Platz im Kofferraum. Aber ich finde es trotzdem eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Mit dem Anlegen und Abmachen, das funktioniert eigentlich recht einfach. Schloss auf, Strebe raus. So,
Und das Ganze ist frei. Beim Anlegen der Radkralle braucht ihr noch nicht mal einen Schlüssel. Und da könnt ihr die Radkralle einfach so um das Rad legen. Strebe rein. Na, müsst ihr das mal ölen. So. Und schon ist das Ganze bombenfest am Rad. Das wackelt zwar ein bisschen, aber abbekommen tut man es trotzdem nicht. Eine dritte Sache, die ich euch zeigen möchte, speziell für den VW Käfer, sind diese Edelstahl-Zusatzplatten von der Firma Amor. Die gab es so in den 90er Jahren für die VW-Palette. Ich weiß gar nicht, ob sie heute noch gibt. Die Platten sind aus Edelstahl. Die gab es damals so in Blank und in Schwarz. Ich habe meine vor ein paar Jahren bei eBay ersteigert. Lassen sich ganz einfach montieren, Türgriff rausnehmen, Platte drunter, Türgriff wieder einbauen, fertig. Bei den alten VW-Modellen war es früher üblich, dass man einfach mit einem Schraubendreher hergegangen ist und hat hier unten drunter in die Tür reingestochen. Also ansetzen mit der einen Hand und mit der anderen Hand den Schraubendreher da reinrammen und dann kann man innen drin das Schlossblech einfach hochhebeln. Eine ganz einfache Geschichte. Diese Edelstahlplatten haben nur den Vorteil, dass sie wahnsinnig stabil sind und dass man da mit dem Schraubendreher einfach nicht mehr durchkommt. Von der Optik her finde ich, wenn man die Türe so im Ganzen sieht, kann man da prima mit leben. Dann noch eine schöne Sache für alle VW-Fahrer sind, ich habe jetzt diesen schönen Schraubenzieher als Zeigeinstrument, sind diese zusätzlichen Verriegelungen für die Dreiecksfenster. Bei den Dreiecksfenstern war es früher auch sehr beliebt, hier unten Schraubendreher in die Ecke reinpieksen und das ganze Dreiecksfenster aufhebeln. Auch keine schöne Sache, ist man schnell im Auto. Von innen sieht das Ganze so aus, dass man hier ein zusätzliches Blech hat, was hinter diesen Holm greift. Und zum Öffnen des Fensters muss man es eben losschrauben, aufmachen. Schon kann man das Dreiecksfenster entriegeln und öffnen. Dieses Dreiecksfensterschloss gibt es in zwei Versionen. Einmal die hier gezeigte geschraubte Version und dann gibt es noch eine zweite, die praktisch mit einem Blech in diesen Fensterschacht eingreift. Das heißt, man muss das Fenster auch komplett runterfahren oder bis zur Hälfte, kann das Blech dann entriegeln und öffnen und fährt dann das Kurbelfenster wieder hoch. Das ist die andere Version, hatte ich früher bei meinem alten Auto. Kann man beides nutzen, finde ich beides okay. Jetzt kommen wir zu dem kleinen versprochenen Basteltipp. Wenn euer Auto ein Benziner ist, habt ihr eine Zündspule. Und diese Zündspule benötigt zum Arbeiten Strom. Ich habe das hier mal mit so einem kleinen Musteraufbau für euch vorbereitet. Wir haben eine Zündspule und Zündschloss und wir brauchen einen Schalter. Und für den Test oder fürs Zeigen hier ein paar Kabel. Was wir nun machen wollen, ist die Zündspule totlegen. Die Zündspule hat einen Anschluss 1 und 15. Die alte Bezeichnung wäre dann Minus bzw. Plus. Mit meinem Probeaufbau will ich euch einfach zeigen, wie man einen Schalter in den Stromkreislauf einbaut, um dass die Zündspule keinen Strom bekommt. Bei meinem kleinen Musteraufbau habe ich hier mal eine Blockbatterie genommen. Die soll mal die Autobatterie demonstrieren. Von dort bekommt das Zündschloss seinen Strom. Was nun passiert, wenn ihr die Zündung einschaltet, ist ganz einfach, dass vom Zündschloss aus der Strom, egal ob jetzt 6 Volt oder 12 Volt, über eine, jetzt hier in dem Fall einfach mal als Muster eine schwarze Leitung, zur Zündspule geleitet wird und dort auf die Klemme 15 bzw. Plus angeschlossen wird. Im Normalfall ist auf der Klemme 1 immer ein grünes Kabel angeschlossen. Und das grüne Kabel geht direkt von der Zündspule zum Zündvorteiler. Der Schalter, um den es geht, wird praktisch als Umleitung eingebaut in die Leitung, die vom Zündschloss kommt. Die wird von der Zündspule abgenommen und der Strom wird über den Schalter umgeleitet. Das Ganze muss natürlich versteckt passieren. Also man darf den Schalter und auch die Kabel, die ihr einbaut, weder im Motorraum noch unterm Armaturenbrett finden. Und das ist der Trick an der Sache, dass man halt dem Dieb, der versucht, das Auto zu stehlen, die Zeit klaut.
habe euch das Ganze hier nochmal schematisch so ein bisschen aufgezeichnet. Ihr habt die Autobatterie, Pluspol, Minuspol, 6 Volt, 12 Volt spielt hierbei gar keine Rolle. Vom Pluspol geht in irgendeiner Form ein Kabel zum Zündanlassschalter und von dort weiter zur Zündspule. Ohne diese Stromversorgung würde der Motor also gar nicht laufen. So, Zündspule. Dazwischen muss nun irgendwo ein versteckter Schalter montiert werden. Ein versteckter Zusatzschalter, ja. Der kann sitzen entweder im Motorraum oder, ich sage jetzt mal, hinterm Armaturenbrett, unterm Armaturenbrett, beziehungsweise da, wo der Sicherungskasten sitzt. Das ist ja bei jedem Auto ein bisschen unterschiedlich. Das müsst ihr dann mal schauen, wo das vielleicht für euch am besten ist, an dieses Kabel zu kommen, so dass man es auch nicht sieht. Jetzt stellt sich die große Frage, wo baut man diesen kleinen Schalter hin? Dazu gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Man könnte ihn unter den Sitz bauen. Man könnte ihn unter das Armaturenbrett bauen. Oder ja, wichtig ist, es gibt bestimmt noch viele andere Ideen. Wichtig ist, dass er vom Fahrersitz gut zu erreichen ist, so dass ihr nicht wieder aussteigen müsst oder sonst irgendwas tun müsst, um da ranzukommen. Ganz wichtig ist auch noch, dass der Schalter so angebracht ist, dass er nicht von Kindern oder Beifahrern während der Fahrt unbeabsichtigt ausgeschaltet werden kann. Also da ganz großen Wert drauf legen, dass das also sichergestellt ist, dass da nichts passiert. Eine andere Idee wäre auch noch, ihn im Aschenbecher unterzubringen. Habe ich auch schon gesehen. Oder unter ja, das waren jetzt so einige Sachen, die ich für euch zusammengetragen habe in der ersten Folge. Ich hoffe, dass ich es schaffe, nächste Woche die nächste Folge rauszubringen. Da geht es dann noch mit so ein paar schönen Spielereien zum Thema abschließbarer Schalthebel weiter. Und ich habe noch etwas Tolles bestellt in den USA. Das hat was mit Tracking zu tun. Ist im Moment noch in der Post. Ich hoffe, es kommt bald. Dann können wir das nämlich auch mal ein bisschen testen. Und dafür habe ich mir auch schon jemanden herangeholt, der mir dabei helfen wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da, ein Like, wenn es gut war. Kritik ist auch immer gerne willkommen. Ich hoffe, dass dieses Video ein bisschen besser ist von der Tonqualität. Ich habe nämlich diesmal so ein Ansteckmikro und alles parallel mitgeschnitten und versuche mal, dass ich das jetzt vernünftig zusammengeschnitten bekomme, weil die Kritiken bei den letzten Videos waren ja immer die Musik zu laut, die Sprache zu leise. Das ist jetzt hoffentlich etwas besser und ja, wir schauen einfach mal. Dann bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal und ciao.